Als hätten wir, liebe Schwestern und Brüder, die Melodien von Weihnachten noch im Ohr. Und noch wichtiger als die Melodien, die wir vielleicht im Ohr haben und die noch nachklingen, sind es die Schrifttexte, die uns heute noch einmal dorthin führen, wo wir Weihnachten waren und uns begleiten werden. Wir haben ja den Anfang unserer Lesung, den Anfang des Hebräerbriefes, in der ganzen Oktav im Stundengebet als Kurzlesung gehört. Was hier am Beginn des Hebräerbriefes sehr kraftvoll zur Sprache gebracht wird, ist heute ein weit verbreitetes Phänomen. Der Verfasser des Hebräerbriefes spricht zu einer Gemeinde, die sich Gott vorstellt als ein höchstes Prinzip, das in ewiger Beziehungslosigkeit verharrt, also vollkommen unerreichbar ist, schweigend, in sich ruht. Wenn man heute, auch in der Kirche manchmal, sofern dort noch jemand glaubt, fragt, was ist denn und wer ist denn Gott, dann bekommt man ähnliche Antworten. Ja, ich glaube da schon, dass es da so ein höheres Wesen gibt. Aber das ist nicht das, was wir glauben, liebe Schwestern und Brüder. Der Hebräerbrief versucht, diese verunsicherte Gemeinde stark zu machen und er versucht, uns stark zu machen. Hier haben wir es zu tun mit einem sprechenden Gott. Ein Gott, der spricht. Einer, der sein Schweigen bricht. Und er spricht auf unverwechselbare Weise. Er hat vielmals gesprochen zu den Vätern, sagt der Hebräerbrief. Jetzt aber in dieser Endzeit spricht er zu uns im Sohn. Ein ähnlicher Gedanke ist das, den wir Weihnachten im Johannesevangelium im Prolog hörten. Er, der am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Er ist der einzig wahre Exeget, der über Gott überhaupt sprechen kann, weil er selber aus Gott ist, weil er selber Gott ist. Der Sohn spricht. Und indem wir an diesen Gott glauben, sind wir in eine unglaubliche Dramatik hineingestellt. Denn er ist der Erbe des Alls. Das heißt, auf ihn läuft alles zu. Ob man an ihn glaubt oder nicht, man wird ihm nicht entkommen. Man wird diesem Sprechenden, dieser Selbstaussage Gottes begegnen. Aber nicht nur das. Nicht nur die Zukunft, sondern auch die fernste Vergangenheit, durch den er auch die Welt erschaffen hat. Beginn, Ende, alles umspannend. Von Anfang an spricht Gott. Das erste Wort, das er sagt, es werde Licht und es ward Licht. Durch ihn hat er alles erschaffen. Darin werden wir gestärkt, liebe Schwestern und Brüder, und wir sollen hören. Natürlich ist es einfacher, aber es passt genau in diese Linie der Geschichte des Evangeliums zu folgen. Wenn er auf den Zug kommt, auf einen Andreas oder Petrus und sagt, komm, du, folg mir nach. Aber er spricht auch heute. Gott bricht auch heute sein Schweigen. Immer noch in seinem Sohn, indem er sich selber aussagt. Das ist die einzige gültige Rede von und über Gott. Die Worte Jesu ergehen heute. Sie ergehen heute an uns. Und es liegt an uns, ob wir bereit sind, uns vom Wort Gottes treffen zu lassen, das heißt, auf Christus allein zu hören.